Lieben da draußen. Vielleicht habt ihr euch auch kurz trocken gelegt, ein bisschen Deo unter die Achsel, einen schnellen Espresso, einmal kurz die Fenster aufgerissen, durchgelüftet. Der Erich entschuldigt sich schon, er muss alles nachtouren. Ja, ich würde sagen, Erich, viel Spaß beim Nachtouren. Genau, Difna und Monika gehen mit mir in die zweite Runde, Nils natürlich auch. Wir haben den Stuhl heute wieder dabei. Ich habe jetzt sehr lange kein Chairfit sozusagen gemacht und dachte, oh, unter den Athletic Beachbody passt der Stuhl direkt wie Faust aufs Auge. Ja? Ich merke schon, bin so, kommt gar nicht mehr so viel raus, gescheite Sachen. Gut, was steht an? Ich habe also quasi eine Cardio-Übung kombiniert mit Kraftstuhlübungen. Die können ganz unterschiedlich sein. Alle werden im sogenannten Zweisatztraining trainiert. Linda ist auch back in the house, sehr gut. Back in the club, ja, in den Turnclub. Und 45 Sekunden Belastungsspanne, ja, also ein bisschen länger wie gerade eben. Das heißt, du kannst dich nochmal herausfordern, aber dafür gibt es auch wirklich nur zwei Durchgänge. Gut, Musik hat der Nils schon wieder bereit. Er macht sie uns an. Wir zappeln uns warm. Wir bewegen nochmal so ein bisschen den Körper durch. Und nachdem jetzt viele aus dem ersten Durchgang gleich noch weitermachen, machen wir einfach ein bisschen modifiziertes Aufwärmen, gell, ihr Lieben. Und zwar rechts und links einmal die Haarsträhne zurückschieben. Ja, anstatt Schulterkreis jetzt wechselseitig mal die Arme. Gut, ich störe eure Komfortzone. Arme strecken nach oben, nach unten. Yes, ein bisschen anderes Aufwärmen. Nochmal acht. Schön groß und klein. Sehr gut. Letzten vier, ihr Lieben. Vier, drei, zwei. Und jetzt kommt wieder unser Rücken rund und lang. Rund, lang, rund, lang. Ha? Bauchnabel nach innen, oben, Popo nach hinten raus. Auf acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei. Ihr Lieben, oben bleiben wir, die langen Arme allerdings. Schwingt mal die Arme lang um die eigene Körperachse. Sehr schön. Ja, letzten vier, vier, drei. So, jetzt strecken wir uns hoch und drehen uns etwas mehr heute mit der Hüfte in die Kamera. Schiebe deine Fingerspitzen ganz lang nach oben raus. Dreh dich mit der Hüfte. Tschack, tschack. Sehr gut. Letzten vier, ihr Lieben. Vier. Noch drei. Ha? Schön die Hüften heute. Fokus. Achtung, Ferse zum Po. Ferse. Yes. Die natürlich schon vorhin die Challenge mitgemacht haben. Ihr seid natürlich noch warm. Fokussiert nochmal die Gelenke geschmeidig zu machen. Ihr Lieben, kommt mal runter, die Tiefkniebeuge öffnen, Popo hochschieben und dieses Wechselspiel. Hoppala, hätte ich mich beinahe zu tief abgesetzt. Ja, lasst mal diese Bewegung noch für 10 Sekunden laufen. Das ist die sogenannte Tiefkniebeuge-Stretch. Deine letzten anderthalb Mal. Sehr gut. Roll mit mir auf, schüttel die Beine, schüttel die Hand, so ein bisschen vorbereiten. So, die ersten zwei Übungen, ich zeig dir mal die zweite Übung, weil die ist ein bisschen anspruchsvoller. Guckt mal, ihr habt das rechte Bein mit dem Riss abgelegt. So, jetzt habt ihr einmal einen Lunge, den kennt ihr. Jetzt kombinieren wir mit einer gestreckten Vorwärtsbeuge. Das heißt, wir haben einmal starke Beugung und einmal kommst du in das sogenannte rumänische Kreuzheben einbeinig. Ja? Nur die erste Seite, später kommt dann auch der andere Fuß. Und in Kombination, schaut mal, der Stuhl ist fest, deine Füße sind hinten und du machst das sogenannte die V-Jumps. Ja? Hinten ist das V. Musik kann etwas lauter sein. Mir steuert schon nach. Danke, Linda, für den Kommentar. Gut, ihr Lieben. Armkraft. Ich hole die Pfeife. Vier, drei. Auf geht's. Komm, hopp.
So, das sind 45 Sekunden. Ja, und danach kleine Pause. Versuch, die 45 Sekunden am Stück zu springen. Deine Arme festzumachen. Ja, zwischen der ersten und der zweiten Übung gibt es keine Pause. Dafür nach dem ersten Durchgang. Ja? So, alle das rechte Bein auflegen. 4, 3, 2. Tief verbeugen. Tief, hoppala, verbeugen. Bin ich beinahe runtergerutscht. Tief verbeugen. Wir kommen auf 12 Wiederholungen. Tief verbeugen. Tief verbeugen. Tief verbeugen. Tief. Hoppala. Viermal mehr. Tief. Ja, einmal hinten das Bein beugen. Einmal nach vorn. Über den Po-Muskel, über die Hüftbeuge in die Hüftstreckung arbeiten. 4, 3. Pause, ihr Lieben. Hopp. Lockeres Bein, Tap. Wichtig ist in der zweiten Runde, dass ihr dasselbe Bein wieder nehmt, gell? Gut. Funktion ist klar. So, ich bereite mich schon mal vor. Ich kann hier schon in den Stütz gehen. Ja, dann spanne ich den Bauch schon an in 4, in 3. We jumps. Ready, go. Hey. Ah, das ist jetzt ein wunderschönes Fat-Burning-Training, mal mit einem anderen Trainingsgerät, nämlich der sogenannte Stuhl oder zu Hause der Hocker. Aber wichtig, nur etwas benutzen, was feststeht. Keinen Bürostuhl mit Rollen, der dann dich einmal der Länge nach ausstreckt. Gell? 10 Sekunden noch. Hup. Wichtig, wenn wir gleich das Bein auflegen. Dasselbe Bein nochmal. Achtung, Team. Ready? 4, 3. Los geht's. Tief. Verbeugen. Tief. Verbeugen. Tief. Verbeugen. Tief. 8-mal mehr. Und tief. Verbeugen. Tief. Ah, das ist fast gestrecktes Standbein bei dem Verbeugerli. 4-mal mehr. 4. Genau, der Nils schreibt schön. Sonst aua, aua, bum, bum. Sehr schön. Achtung. 4, 3. Ihr Lieben, große Pause. So, Beine ausschütteln. Merke dir das Bein, damit du nachher, wenn ich sage anderes Bein, nicht dasselbe Bein benutzt, gell? So, ihr Lieben, meine persönliche Lieblingsübung. Ich bin ja ein totaler Fetischist für Trizeps-Training, gell? Auch wenn der bei mir schon gut austrainiert ist. Eigenlob stinkt. Ja, ja. Ihr Lieben, Übung 2. Unser sogenanntes Körperdrücken. Umso schräger ihr seid, umso schwerer. Was ich nicht möchte, ist das. Guckt mal, da passiert im Trizeps gar nichts. Ihr müsst schon ein bisschen Kraft draufbringen. Aufpassen, wenn ihr schwitzt, dass ihr nie wegrutscht, sondern das Handtuch oben drauflegen. Übung 1. Ah, mein Liebling. Schaut mal, ich bin ja so eine Turnmaus. Ja? Gretsprünge. 8, 7, 6, 5. Auf 4. 45 Sekunden. Hände. Position. Ready. Go. 1. Wie viel du machst für 30 Sekunden noch, spielt keine Rolle. Ja, und wenn du sagst, nee,
Ich spring nicht. Ich mache so einen Shuffle-Tap. Dann ist es auch vollkommen okay. 15 Sekunden noch. Und dann kommst du schnell mit mir auf den Boden. Ja, deine letzten 4, 3, Achtung, 2, Körperspannung, go. Ihr könnt auch ruhiges Tempo arbeiten, ihr habt Zeit. Versucht, den Körper zu spannen und entscheide, wie weit kannst du nach hinten gehen. Diese Schräge heißt, dein ganzer Körper spannt sich auf den Trizeps, ja? Deine letzten 8. Und das kann bei dir zu Hause unterschiedliche Körpergröße bedeuten, unterschiedliches Gewicht. 4, 3, 2. Bremse. Was ist hier los? Wer spielt hier Fußball mit Adiletten? Ach nee, das war eine Maske. Ich dachte, da läuft schon Fußball vorbei. Ihr seht, wir haben alles im Blick. Es war bestimmt ein Steffen, sein Bruder, mit den roten Adiletten. So, ihr Lieben, 30 Sekunden vorbei. French Chair Press. Oh, so heißen die, glaube ich. Ich habe wieder was hier gelernt. Nils hat schnell gegoogelt. So, ihr Lieben, wir springen wieder. Komm, 45 Sekunden. Irgendwann fangen wir an. 30 Sekunden noch. Irgendwann fangen wir an und gehen alle wieder ins Kunstturnen, weil wir schon so viele verschiedene Sachen von den Turnen uns abgeschaut haben. Die Ringe müssen wir irgendwann mal noch probieren, Nils. 15 Sekunden, ihr Lieben. Und dann geht's wieder zum Trizeps. Sehr gut, ihr Lieben. Deine letzten 4. Denk dran, immer nur 2 Runden. Das heißt, wenn die erste Runde schwer war für den Trizeps, dann guckst du jetzt nochmal, was geht in der zweiten Runde. Körperspannung schön gleichmäßig. Yes. Da geht es mir jetzt auch gar nicht drum, dass ihr diese French Chair Press sehr schnell macht, sondern ihr könnt die ruhig langsam und moderat machen. Ja, so. Der Nils fragt schon, wie fühlt ihr euch? Gerade kann natürlich niemand antworten, weil alle ihre letzten French Chair Press durchführten. 4, 3, it's very British, Student. Bremse, hier ist der Gong. Da muss ich einmal um den Stuhl herum, das reimt sich und was sich reimt, ist gut. So, jetzt könnt ihr Nils schreiben, wie es euch geht, wie ihr euch fühlt. Vielleicht auch den Smiley mit so, oh, bin total fertig. Ja? Ich habe eine Übung, die brauche ich jetzt auf rechts. Das heißt, erste Seite. Ja? Ich muss mal kurz gucken. Ah, ja, genau. Okay. So. Das untere Bein, Übung B. Super. Das untere Bein ist auf dem Stuhl. Schaut mal, das obere Bein schwingt mit dem gleichen Arm dazu. Das heißt, das untere Bein, Hüfte hoch. Viel Stabilität. Übung B, ja, haben wir damit safe. Übung A, habe ich Runnings am Stuhl, genau. Ja, einfach schnelle Runnings. Und dann schnell das Bein drauf. Ich glaube, ich lasse das mit dem Handtuch nochmal. Das war ganz angenehm. Das war nicht so mi, 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 mi. So, ihr Lieben. Laufen, komm. Schöne Schräge. Dann haben wir nämlich die Taillenstützmuskulatur kombiniert. Ja, mit den schrägen Bauchmuskeln, mit dem Zug über die Diagonale. 30 Sekunden. So, Linda und Diffner hatten geschrieben in der Pause, Monika und Tatjana kämpfen, das ist super, ihr seid in der nächsten Runde dran. 15 Sekunden noch, ihr Lieben.
Schönen Gruß an meine liebe Sina. Meine Ellenbogen schauen aus, als hätte ich gestern das Fußballfett mit den Ellenbogen gemacht. Nach unten, ihr Lieben. Swing. Wenn du gut stabil bist, dann ziehst du das Bein ein bisschen zügiger nach vorn. Dann kommst du auf 24 Wiederholungen, sonst kommst du auf 12. Alles zwischen 12 und 24 Wiederholungen ist auch möglich. Das ist Training in deinem eigenen Rhythmus. 8, maximal noch die Singles. Wichtig, zweimal diese Seite gleich trainieren, gell? Hopp. Hüfte hoch. Letzter. Gut, Bremse rein. 30 Sekunden Atempause. Schulter locker. Lächeln in die Kamera. Uns geht's gut. Ja, wir sind fit, wir sind gesund. Dafür sorgen unsere Live-Online-Sessions, unser reales Kursangebot, unterstützt vom Wellnessbereich und dem Trainingsbereich. So, jetzt wird die Musik ein bisschen ruhiger. Das heißt, wir nehmen wieder die Grundspannung ein, gehen in Position, machen den Körper lang und laufen. Achtung! Laufen! So, und jetzt lauf wieder. Komm! 45 Sekunden. Wenn du gestützt bist, kann das diagonale Knie zum diagonalen Ellenbogen kommen, ja? Über die Schräge. 30 Sekunden noch. Hopp. So. Wenn die Gute gleich nochmal Sound kriegt, dann 15 Sekunden noch. Sorry, 30 Sekunden hat man schon. Yes. Und wichtig, dass du gleich auf dieselbe Seite wieder mit mir kommst. 4, 3, auf geht's. Komm. Stützkraft. Ja, sogenannte negative Stützkraft, weil deine Beine höher sind als der Stützhebel. Das macht das Ganze nochmal schwerer, weil die Masse schiebt natürlich nach unten auf den Ellenbogen, der stützt, dadurch die Hüfte noch ein bisschen mehr Spannung braucht. Come on, Team! Heute ist bei mir hier ein bisschen wurschtelig. Zack, zack, zack. Sehr schön. Große Bremse rein. Stopp. Hier. Tippitoppi. Hoppigaloppi. So, die eine Seite hat jetzt trainiert. Die eine Beinseite hat auch trainiert. So, das heißt, wenn ich es richtig im Kopf habe, genau, sehr gut. Jetzt ist die zweite Beinseite dran. Das heißt, mein anderer Fuß wird abgelegt sein. Du gehst wieder tief und du hast den Verbeugerli. Ja? Das ist Übung 1 bzw. Übung 2. Side Lunge am Stuhl. Ah, gut. Dann nehme ich nachher, schaut mal, ihr Lieben, ihr habt den Side Lunge tief und ihr wechselt den, ha? Hin und her. Den mache ich gleich wieder in der richtigen Linie. Ich wollte ihn nur zum Erklären so zeigen. Da ist es ein bisschen schöner zu sehen. Viel Kraft und Schnelligkeit über die Rotation. Gut, wir starten wieder in 4. Achte auf dein zweites Bein. Ready? Los geht's, Team. Auf geht's, hopp. Ha, der Arm drückt dich kurz von der Stuhllehne weg. Und spiele mit diesen 45 Sekunden Jump Lunges in deinem eigenen Level. Vielleicht merkst du, oh, jetzt geht mir wirklich langsam die Puste aus, aber egal, ich halte das Workout heute durch. 10 Sekunden noch, ja, und dafür machst du es zu Hause ein bisschen ruhiger. Das ist wichtig. Wir geben euch die Werkzeuge in die Hand und ihr spielt mit denen. Achtung! Zweites Bein auflegen,
der Lunge und der rumänische Deadlift. Das werde ich morgen früh wieder merken, bei meinen ersten Kniebeugen mit der Langhantel, dass der Popo und die Beine noch leicht ermüdet sind. Mi, 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 mi. Nee, mi, mi, mi mache ich nur dank der Sina ihrer Blessuren. Bremse. Ich werde heute Nachmittag mal mit Sina ein nettes Wort reden, ein Foto von meinem Ellenbogen schicken und sagen, Deutschland hat alles gegeben. So, ihr Lieben, Übung 1 wieder. Die Lunges. Hoppala. So, während ihr die Lunges macht, kann ich, glaube ich, mal kurz was trinken. Die Übung schafft ihr auch durch und durch ohne mich. Ich sage schon mal Prost, Community für die beste Community in town. Ihr springt noch, gell? Auch wenn ich gerade nichts mache. 15 Sekunden noch. Yes. Ah, das ist das Schöne. Ihr trainiert trotzdem weiter. Ich habe kurze Trinkpause gemacht. Ich bringe euch rechtzeitig. Zweites Bein. Auf geht's. Das ist das hinten runtergehen, nach vorn ins Spiegelbild schauen. Hinten runter, vorn ins Spiegelbild. Nur noch 4 Wiederholungen. Und bei jeder zweiten Durchgangskombination, weißt du, okay, geschafft. Da kommt der Gong und die Pfeife. Also, schon wieder Pause. Oh, ich finde, wir haben ganz schön viel Pause heute, gell? Länger Pause als Training. Ja, vielleicht für dich zu, weil du ja auch nur die Hälfte mitmachst. Gut. Check Knife. Ah, ja, das ist immer lustig. Ich sehe ja dann Übung im Netz bei anderen Kollegen und denkt mir, ah, die kann ich auch und dann muss ich mir die ja irgendwie merken. So, jetzt braucht ihr den Übung B ist es. Ihr habt die Beine gegrätscht und ihr kommt jetzt mit mir über den Stuhl hoch und tief. Wenn ihr die Hände nicht am Boden braucht, zur Seite oder nach oben. Jetzt heißt es Bauchtraining und das ist nur so ein Hiwi, ja? So, dafür in der Kombination, ich zeige es wieder so, dann seht ihr das besser. Theoretisch ist die Lehne, schaut mal, aber ihr macht noch einen Sprung dazu. Alle haben gedacht, ah, das ist ja dieselbe Übung wie vorher. Nee, noch ein Sprung dazu. So, ich mache das jetzt nämlich ganz einfach. Ich stelle jetzt meinen Stuhl ein bisschen so hin. Dann kann ich mich nämlich auch da hinten dann, ach so, nee, da vorne hinsetzen. So, warte. Stunden später, Frau Zierold hat es gleich. Achtung! Roundhouse, jumps up. Und hebt die Füße. Huh? Der Stuhl kann auch blaue Flecken geben. Zack, zack. So, 30 Sekunden noch. Hebt ihr noch eure Füße? Ja, wir heben sie noch. Hebst du noch deine Füße? Ja, ich hebe sie noch. 15 Sekunden noch. So, deine letzten 4. 4. Achtung, 3. 2. Beine breit. Okay, auf geht's. Hoch, ab. 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 Lift. Down. Oder du variierst
und beugst die Knie leicht an die Kante vorn. Ist etwas leichter wie gestreckte Beine oben drüber. Ja, finde raus, was geht. Gerade wenn du wie ich Singletempo arbeitest. 8, 7, 6, 5. Auf 4, auf 3, auf 2, 30 Sekunden Pause. So. Ach, endlich mal. Wenn die Johanna irgendwann in Sendling dieses Exercise nachtrainiert, wird sie wieder sagen, Susan, das motiviert uns nicht, wenn du auf dem Stuhl sitzt. Ja, ihr könnt ja auch auf dem Stuhl sitzen. Habt doch 30 Sekunden Pause. Nur leider nur noch 10 Sekunden. So, ihr macht euch wieder bereit. Schwingt deine Beine. 4, 3, Sumo. Roundhouse. Und Jump. Ah, kleine Bewegung. Kleine Bewegung. Einmal die Beine werfen und kleiner Hops. Beine werfen, kleiner Hops. Tja. Ich gebe es zu, wenn man schon die ganze Zeit geworkoutet hat, wird es jetzt anspruchsvoll. 10 Sekunden nur noch und dann setz dich wieder mit mir hin. 8 Sekunden. Warum sitzt du schon, Susan? Ja, ihr jetzt auch. Ab nach unten, ihr Lieben. Hopp. So, Bauchtraining. Leicht zurück. Versetzt. Komm, 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 komm. Hoch. Hoch. Und wenn nichts geht, wandelt ab. Und wenn ihr sagt, na, ich kann gerade nicht mehr. Ich da schnauf's nicht. Nimm dir eine kleine Pause. Letzten 10 Sekunden. Alle Fortgeschrittenen nochmal hoch. Kämpfen. Hoch. Kämpfen. 4. 4. 4. Pause. Ich bin gleich beim Gong. Ja, wenn ihr sagt, ah, ich warte immer so lange, bis der Gong schlägt. Denk dran, bis ich vom Boden aufgestanden bin, hast du noch mal 3 Wiederholungen gemacht. Talk dich fit. Gut. Nils, hast du das für dich geschrieben? Gut. Ja. Chair quasseln mit zu. Ja, das wäre auch ganz gut. So, ich stehe bei meinem Spickzettel und ich weiß, was wir jetzt brauchen. Könnt ihr euch erinnern, wir hatten vorhin diesen einen Seitstütz mit dem Bein schwingen. Das brauchen wir jetzt für die zweite Seite. Damit ich mich nicht von euch wegdrehe, sondern immer noch zu euch gedreht bin, bleibe ich jetzt, drehe meinen Stuhl andersrum, dann habt ihr meinen Blick in die Kamera. Ja? Und dazu, tack, ah genau. So, jetzt schaut mal kurz in die Kamera. Ihr seid gestützt. Und ihr wollt die Knie ganz leicht Richtung Brustbein ziehen. Das ist der sogenannte Tuck-Up Richtung Brustbein. Ihr springt aber nicht so weit nach vorn, dass ihr schon halb in der Luft euch stützt, sondern das ist nur so ein kurzer Impact, ja, Richtung Rippenbogen gezogen. Okay, so, Position einnehmen. Auf die Plätze. Fertig. 4, 3. Los, ihr Lieben. Ja, ihr seid hinten in der Stützposition. Das heißt, der Bauchmuskel und der Rückenmuskel, der arbeitet jetzt synergistisch, also miteinander, in der Stützphase. Vorhin hatten wir an der Stelle die diagonalen Runner, die Mountain Climbers. Ja? Jetzt hast du nur die Stützkraft, nur in Anführungsstrichen. 15 Sekunden. Du hast noch genau 3, genau noch 2. Nach unten. Oberes Bein. Swing. Swing. Swing.
Swing. Ah, hast du auf der ersten Seite Single Time gearbeitet? Bleib bei der zweiten Seite in deinem Rhythmus drin. Hattest du langsamer gearbeitet, waren es 12 Wiederholungen. Hattest du schneller gearbeitet, sind es 24 Wiederholungen. 12 und 24, alles dazwischen ist möglich. Letzten 4, 3, 2, Bremse. So, nachdem ich schon einmal auf dem Stuhl saß, kann ich mich jetzt nicht schon wieder hinsetzen, aber ich kann mich hinstellen. Ihr Lieben, diese Runde, die wir gerade machen, ist wirklich mega, mega, mega für deinen sexy Core. Ja? Und da sollst du die Grundspannung spüren. Einmal die Taille, einmal der vordere Anteil. So, 30 Sekunden. So, ihr Lieben, auf geht's. Zweite Runde. Tuck, Jump, Rippenbogen, Ribs, Touches. Ja, die Bewegung ist von schräg vorn nach schräg hinten. 30 Sekunden. Arme fest. Wieder schöne Stabilität für eine gesunde Schulter, für einen straffen Trizeps. Nur noch 12 Sekunden. Tacki tack. Nur noch 4. 4. 3. Achtung! Swing it, baby! Hop! Hop! Tja! Yes! Und Druck, Zug, Druck, Zug. Alles, was ihr so fantastisch bei der ersten Durchgangsrunde schon gemacht habt, schafft ihr jetzt auch. Das ist aber auch schön, Nils. Feinste Rippchen made by Sue. Das ist super. Endlich gibt's mal was vom Rippchen. 8. Ah, denn Nils ist so wie ich auch Fleisch. Gut. 4. 3. 2. Große Pause, ihr Lieben. Sehr schön. Das schaut doch fantastisch aus. So. Bis hierher denkt ihr wahrscheinlich, Mann, Susan, was ist mit dir los? Du hast noch gar keine Push-Ups mit uns gemacht. Ja, die kommen jetzt. So, ich mag es ja ganz gern, wenn der Stuhl auf meiner linken Seite steht, deswegen stelle ich den da auch wieder hin. Ihr Lieben, ich brauche jetzt die Füße mit euch auf dem Stuhl. Es gibt wirklich einen klassischen negativen Push-Up. Breite Hände, ein bisschen breiter wie eure Matte. Und dann geht's runter und rauf. Mehr ist es nicht. Ja? Ihr entscheidet, was ihr braucht. Und als alter Team Diffner. Yes, endlich Push-Ups. Und dazu mache ich den Cross-Back. Meine Matte ist ein bisschen verschoben hier. Schaut mal, ihr Lieben. Den Cross-Back könnt ihr auch so einen zügigen kleinen Sprung machen und die Hände ungefähr in der Höhe, wenn du einen Stuhl hast, in der Stuhllehnenhöhe oder einfach nur Schulterhöhe. Ja? Das sind meine nächsten zwei Exercises. Wild und hemmungslos. 4. Ready. Auf geht's, Team. So. Ich benutze jetzt endlich Pushies. Jawohl. Ich benutze die Höhe des Stuhles, der Lehne, quasi als Hilfsmittel, wo ich auch meine Hände ganz leicht absetzen könnte. Und ob du das mit Sprung machst oder ohne Sprung, du hast noch 10 Sekunden. Und für alle, die sagen, endlich Pushies, vorbereiten. Vorbereiten in 4, 4, ready, go.
weißt, du hast 45 Sekunden und es spielt für mich, wenn beide Arme arbeiten, die Beine hinten geschützt sind, keine Rolle, wie viel du schaffst. Und wenn es nur 4 sind, ja, aber denk dran, Körperspannung halten und die Brüste wollen nach unten Richtung Boden. Letzten 3, letzten 2, nur noch einer. Bremse, gut. Beine ausschütteln. Gerade wenn ihr die Crossbacks springt, dann geht dieses negative Push-Up oder der negative Push-Up noch mehr von der Puste her rein. Ja? 15 Sekunden noch. Knies reckt und streckt sich schon. Ja? Wir sind im Finale, aber noch nicht fertig. Achtung, Arme vor, 4, 3, ready, crossies. Ja, und wenn du sagst, okay, ich halte zwar meine Arme hiervon, aber ich möchte die Crossbacks nicht springen, ich möchte schönes, sauberes Bein- und Gesäßtraining halten, dann mach das. Ja? Immer wieder dran denken, wir geben euch die Werkzeuge, ihr benutzt die Werkzeuge und ihr könnt die Intensität erhöhen oder ihr könnt die Intensität reduzieren. Dein Training, dein Workout. Achtung, genau noch 3 Sekunden. Push-ups. Hopp. Los geht's, ihr Lieben. Komm, ihr seid schon drin. Wer vorhin schon die Challenge for You mittrainiert hat, wird jetzt echt merken, ach du grüne Neune, was ist denn da los? Ha? 10 Sekunden nur noch. Das sind heute übrigens meine einzigen Push-Ups, die ich dabei habe bei der CHERF, ja, also bei meiner Athletic Beach Body. Und die hast du jetzt geschafft. Hier ist der Gong. So, Beine ausschütteln, eine Kombi noch, ja, the last one. Ich würde ganz gern, wenn das möglich ist, ich kenne jetzt zu Hause eure Stuhlhöhe nicht, ja, wenn ihr jetzt einen Barhocker genommen habt, dann überlege ich mir gerade bei den Push-Ups, nein, ich möchte es mir gar nicht vorstellen. Theoretisch wäre das deine Höhe und du würdest versuchen, ganz leicht zu tippen. Wenn du sagst, ich kriege meine Füße nicht mehr so hoch, dann machst du das Tripling am Boden, ja, Cardioübung. Und dann, schaut mal, was ich mit euch machen möchte. Ich brauche noch mal kurz meinen Handschuh, weil sonst rutsche ich weg. Nur halten. Ah, vielleicht bleibe ich doch lieber. Ihr beugt die Arme, ihr seid schräg. Achtung, dass der Stuhl nicht wegrutscht. Und ihr versucht, diesen schrägen Plank nur zu halten. Körperspannung. Sobald der Stuhl rutscht, schnell die Übung abbrechen oder ein bisschen nachwandern mit den Händen. Ja? Gut. So, ich wäre soweit. So, der Rest ist auch soweit. Nils macht nochmal die Musik ein bisschen. So, Pfeife ist da. Finale, ihr Lieben. Top. Hey. Oder unten. Oder ein bisschen hoch. Ja, entscheide, was geht. Schwierig, wählen Level leichter. 15 Sekunden noch. 8, 7, 6. So, jetzt machen wir die schräge Spannung in dem Plank. Okay, komm.
Ganz leicht beugen die Arme, nur leicht. Und nur halten. Rausdrücken. Entscheide, dass du viel Grundspannung hast. Bauch, Po, Schultern weg von den Ohren. Und wenn du merkst, irgendwas rutscht, nicht bis du bum bum auf dem Boden liegst, sondern vorher nochmal aus der Position rausgehen. Nachjustieren. Mach die Augen zu. Du hast deine letzten 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Pause. Hopp. Sehr gut. Einmal beide Exercises. Und dann machen wir ein sogenanntes, die Linda schreibt schon, cooles Workout for Sunday. Excellent. Heute seid ihr aber very englisch unterwegs, gell? Das liegt wahrscheinlich am Nils. In Erding scheinen die nur Englisch zu sprechen. Ist alles ein bisschen anders wie hier in Brunntal. So, ihr Lieben, tippen! Komm! Atmen, schnaufe! 28 Sekunden! Deine letzten 20 Sekunden. Danach haben wir schon fast im Sack. 10 Sekunden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Community, hold. Spannkraft, 45 Sekunden. Ellenbogen leicht gebeugt. Ganzkörperspannung. 30 Sekunden noch. Und wenn du der Meinung bist, dass du heute Nachmittag ein Stück Kuchen oder ein Eis dir holst, dann mach nochmal 10 Sekunden deine Augen zu. Nils bereitet sich schon vor mit uns. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Geschafft! Yes! Und wisst ihr, was wir heute mal machen? Ein lockeres, entspanntes Sitzen auf dem Stuhl. Pfeife einmal beiseite. Gott, ihr Lieben. Ja, Mensch, auf dem Stuhl schön sitzen ist auch ganz angenehm. So sitzt der Nils auch immer. Nur, dass er total... Nils feiert immer meine Musik noch ein bisschen, der groovt immer dahinter. I am a happy Shep. Was ist ein Shep? Vogel? Schaf? Hummel? Weiß ich nicht. Nils? Google. Linda, du musst uns kurz aufklären. Schieb weiß ich, dass es ein Schaf ist, aber du würdest ja nicht sagen, du bist ein glückliches Schaf. So, ihr Lieben, nehmt mal die Arme nach oben, öffnet mal die Beine leicht zu mir, ausatmen tief, Blick nach vorn, unten, einatmen hoch mit mir, ausatmen, klein machen. Der neue Bankstütz hat es in sich, ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass deiner viel, viel größer war wie meiner, aber das macht nichts. Das ist gut so, jeder sein Level. Ah, Schieb ist Freund, Chap ist Freund, Mensch. Okay, danke Linda. So, habe ich wieder was dazugelernt. Ich bin verwirrt. Macht nichts, Nils und ich sind auch verwirrt. Ein Fuß auf den anderen, ihr Lieben. So, jetzt pass auf, dass ihr nicht runterfallt vom Stuhl. Bisschen anheben den Popo, Hände bleiben auf der Sitzlehne und dann setzt ihr euch langsam nach unten ab. Dann schiebt ihr mir die Pobacken nach vorn zum vorderen Bein. Habe ich gleich noch die Dehnung für die Brust und für die obere Pobacke. Langsamer Wechsel. Morgen früh startet mit euch der Jan in die neue Woche. Monika, danke schön. Danke, dass ihr immer so
großartig mit uns schreibt, korrespondiert und tourt. Das ist Wahnsinn. Wir wissen, dass das anspruchsvoll ist. Ja. Genau, morgen Nachmittag bin ich dann nochmal da. Wie immer mit meinem Putzworkout Deluxe. Ich bin einmal in der Woche eure Putzfrau sozusagen. Das ist auch super. So, ihr Lieben, steht mal mit mir auf. Und wir nehmen mal die Hüfte so leicht diagonal, schiebt den Popo nach vorn, Hüftbeugemuskulatur öffnen und kurz lösen und nochmal nach oben schieben. Und dann wechseln wir die Beine aus. Einmal Tausch, zwei Runden. Und wieder lösen und nochmal schieben. Setzt euch nochmal hin und dann lasst uns den Kopf noch nehmen, Hals, Nacken. Arme hängen einfach nach unten, Kopf zieht auf eine Seite, andere Seite. Kinn zur Brust und aufrichten. Und dann nimmst du die linke Hand nach vorn, die rechte Hand nach vorn. Und dann sagen der liebe Nils und die Sue von Body and Soul, wir sagen danke, dass du mit uns den Athletic Beach Party geturnt hast. Heute bei mir war der Stuhl dabei, lauter lustige Kommentare. Bleibt gesund, ihr Lieben. Bis spätestens morgen Nachmittag oder bis die Tage.